erklären, wer Rudi Carrell war, an den erinnern sich alle, und dass er eine enge Beziehung hatte zu Radio Bremen, unserem Sender, sondern er hatte lange diese Sendung Rudis Tagesschau, und sie waren der Running Gag in dieser Sendung. Das war mal ein Rückspiel. Genau, das hat, dann hat man gesagt, letzte Sendung, können Sie einmal zurückschlagen. Hat das Spaß gemacht? Ja, ich weiß, dass es sehr spannend deshalb war, weil es nicht nur die letzte Sendung war, sondern die Sendung auch unter einer großen Drohung stand. Khomeini wollte den... Wegen der Unterwäsche. Also insofern war das nicht nur lustig. Und war das ein Gag, den sich Rudi Carrell ausgedacht hat, oder war er davon wirklich aufrichtig überrascht? Nein, das war ein Gag. Unter uns gesagt, nicht weitersagen. Es war einer, der verabredet war. Der verabredet war. Aber nicht weitersagen. Okay, nein, da können wir es niemandem mehr weitersagen. Das ist ja das Traurige. Während Sven Regner gespielt hat, mit großer Begeisterung zugehört, und hat gesagt, der Mann erinnert mich an jemanden. Haben Sie gesagt? Ja, an den Herrn Pofalla. Oh Gott. Vom Aussehen nicht, der singt nicht so gut wie Sie, der ist nicht aus Bremen. Herr Regner. Ich bin auch schon mit Harpe Kerkeling verwechselt worden. Was war Ihnen denn jetzt lieber, Harpe Kerkeling oder Roland Pofalla? Harpe Kerkeling war, schwieriger, weil es war so eine Aftershow-Party von Annette Cologne. Und ich kam also in diese Aftershow-Party da rein. Und Elke Heidenreich stand da und die hatte so eine Frau dabei vom WDR oder so. Und die Frau kam auf mich zu und sagte, das ist so toll, Sie hier zu sehen. Das ist wunderbar und so herrlich. Das ist ja wirklich herrlich. Und ich dachte so, was ist denn jetzt passiert? Und dann stellte sich heraus, dass sie dachte, ich sei der Harpe Kerkeling. Ich habe schon wildere Verwechslungen. In Zeiten des Umbruchs Deutsche Einheit bin ich auch viel in den DDR-Ländern gewesen. Ja. Da kam ich in so ein Pflegeheim, groß, wie das da immer macht, Empfang mit Musik. Und da hat eine ältere Frau gesagt, Erich, dass ich das noch erlebe. Ich kannte nichts anderes. Ja, nein, der Heimleiter war kurz vor dem Schlaganfall. Den habe ich allerdings beruhigt. Ich sage, wenn es ihr doch Spaß macht, dann lass sie doch in dem Glauben. Ja, aber darf ich mal, wo wir gerade über Verwechslungen sprechen, fragen, werden Sie nicht manchmal auch mit Richard David Precht verwechselt? Das ja, müsste Ihnen doch schon eigentlich. Passiert. Ja? Ich habe schon dreimal für ihn Autogramme ausgestellt. Das war auch bei einem Literaturfestival, interessanterweise. Und da waren so Autogrammjäger. Die standen da. Und dann kam einer zu mir und meinte, Sie sind doch dieser Philosoph. Wir sehen gerade den Wir sehen gerade den echten Richard David Precht. Also die Ähnlichkeit ist frappierend. Ja. Sehr große Ähnlichkeit. Und dann kamen die da hin und dann haben die einen Promi erwartet. Und ich dachte, ich will die jetzt auch nicht enttäuschen. Und bevor ich das jetzt erkläre, dass ich der nicht bin, und ich kann mittlerweile auch, weil das öfter jetzt schon vorgekommen ist, seine Unterschrift auch ganz gut. Hab dann halt für ihn unterschrieben. Ich habe ihm das dann auch bei einer anderen Literatursache mal erzählt. Und er fand das dann aber auch in Ordnung. Ja, auch das mit der Unterschrift? Ja, das ist. Ich habe mal mich selber gedoubelt, und zwar am Skilift, eine große Schlange mit Kindern und Frau. Und da stand einer neben mir. Ich merke, seine Aggressionen werden immer stärker. Ja, ich hab's fast gerochen. Plötzlich hat er gesagt, sind Sie der Blüm? Ich sage, ja, ich bin der Blüm, aber nicht der von der CDU. Schon eine leichte Entspannung. Dann habe ich gesagt, das ist mein Bruder, der Blüm. Aber das ist ein Idiot, der hat schon meiner Mutter große Schwierigkeiten. Und dann haben wir 10 Minuten auf den Blüm geschimpft, dass es eigentlich ein Sozialist ist und gar nicht in die CDU gehört. Nur das Finale ist nicht ganz geglückt. Er wollte mich nämlich oben einladen zu einer großen Bierrunde. Da hat mir der Mut gefehlt, weil ich nicht sicher war, ob meine Kinder durchhalten. Ja, okay. Ob die nicht plötzlich sahen, Hochstapler oder sowas. Sie haben also sich selbst verraten, sozusagen. Ich habe mich selbst verraten. Jetzt muss ich eine Geschichte muss ich auch noch erzählen. Weil die mit wem Sie verwechselt worden sind? Ja, und zwar völlig verrückt, weil das passt. Also normal werde ich mit Brad Pitt verwechselt. Ja. Aber in dem Einzelfall, ich sitze wieder in der Bahn. Neben mir sitzt eine ältere, höfliche Dame. Ich setze mich hin, sie nickt mir zu, wir sprechen genau kein Wort miteinander. Ich lese, sie liest. Irgendwann erhebt sie sich, weil sie aussteigen will, guckt mich an und sagt, es war, und zwar sehr lautstark durch den ganzen Wagen, es war so schön, neben Ihnen zu sitzen, Herr Podolski. Podolski?
Das war, ja, Podolski. Also ah, ja, das ist Fußballergestalt. Von der Körperform geht es natürlich, ja, aber jetzt... Also zwischen Brett und Podolski, das finde ich... Das ist einfach dieses Optimistische, einfach dieses Positive. Ja, das behalte ich in positiver Erinnerung. Ja, ja. Genau. Precht, Podolski, Honecker ist ja eigentlich charmant. Ja? Ich werde mit Sandro Maischberger verwechselt. Das finde ich schon hart. Ja? Ja. Ja. Herr Blüm, Sie haben gesagt, Sie sind... ich glaube, Sie gehören ein bisschen zum Leben von uns allen, weil solange man an Politik denkt, weiß man auch, Sie gehörten irgendwie dazu. Sie sind seit 69 Jahren in der CDU, ja, länger als ich bei 3 nach 9. Und IG Metall bin ich noch länger. Mit IG Metall noch wie lange da? Ein Jahr mehr. Also 70? Ja. Was für eine Nadel gibt's denn da? Ich muss mal abwarten wahrscheinlich. Gold wäre so langsam dran. Okay. Und 16 Jahre lang, also die gesamte Kanzlerschaft von Kohl, Arbeitsminister in seinen verschiedenen Kabinetten. Der Letzte macht die Tür zu. Der Letzte macht die Tür zu. Wenn Sie jetzt an diese Zeit zurückdenken, ja, sagen Sie eigentlich traurig, dass ich mit Kohl im Schlechten auseinandergegangen bin? Tut Ihnen das leid? Ja. Warum? Weil wir 16 Jahre durch dick und dünn gegangen sind, über Berge und durch Täler und am Schluss... Das ging um die Spendenaffäre, da haben Sie ihm nahegelegt, den Ehrenvorsitz abzugeben. Ja, nein, das ist insofern, kann ich daran nichts ändern, was mir leid tut, denn ich habe einen großen Respekt vor ihm, aber in Sachen Parteispende im Gesetz steht, man muss die Spender nennen. Er hat sie nicht genannt. Und ich glaube, die größte Errungenschaft des Rechtsstaates ist, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Ob Kanzler oder Bettler, ob König oder jedenfalls alle gleich. Und das haben wir mühsam lernen müssen. Im Neandertal haben wir das noch nicht gekannt, da war die Keule. Und insofern musste ich ihm sagen, dass das nicht geht. Hat er Sie gemocht, so als Menschen auch? Nicht nur als Politiker geschätzt? Ach, das ist schwer. Doch, ich glaube, dass wir beide auf einer Wellenlänge gefunkt haben. Allerdings, um es noch mal zu sagen, ich kann aus Freundschaft nicht sagen, 2 mal 2 wäre 5. Ja. Das ist halt viel. Haben Sie denn versucht, nachdem Sie gemerkt haben, wie sehr ihn das offenbar getroffen hatte und er sich von Ihnen verraten fühlt, haben Sie versucht, sich mit ihm noch zu versöhnen? Ja. Wie haben Sie das versucht? Ich habe einen Brief geschrieben, weil ich die, nicht romantische, aber doch die Vorstellung habe, dass man vor dem Grab alte Streitigkeiten beseitigen soll, dass man nicht mit Krieg ins Grab gehen soll. Also ich versuche, solche alten Streitfälle zu überwinden. Mich bewegt das sehr, dass Sie jetzt so gerührt sind. Ich bin, soll ich Ihnen mal sagen, wie ich bin, wenn ich gerührt bin? Na ja, aber das ist ja nicht ganz lustig. Ne? Ja. Hat er denn auf diesen Brief, auf dieses Angebot, lass uns doch, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und mit diesem Groll soll man nicht sterben, das wird ja in etwa der Inhalt gewesen, hat er darauf reagiert? Nein. Mit keinem Wort? Mit keinem Wort, was ich noch schlimmer finde, als hätte mit einem ablehnenden Wort. Das heißt ja Luft. Aber gut, ich bin nicht dafür, jetzt ständig rückwärtsgewandt Diskussionen. Wollen wir einmal sozusagen in die nähere Gegenwart gehen und Zukunft? Ja. Sie haben gesagt, zwei Sachen haben Sie gesagt, die im Widerspruch zueinander stehen. Das eine haben Sie gesagt, Sie sind nicht der Vorsitzende des Angela Merkel Fanclubs. Ja. Und dann haben Sie gesagt, und diese Frau wird man mal sehr vermissen. Ja. Was haben Sie denn gemeint? Beides. Die Angela Merkel, ich stimme mit ihr keineswegs in allen politischen Fragen überein. Ich war in großer Gegnerschaft zur Kopfpauschale, die mal der große Renner in der CDU war. Schon länger her? Ja, da war ich richtig im Keller. Mhm. Da bin ich behandelt worden, als hätte ich Lepra. Aber mit der Kopfpauschale ist nichts geworden. Das war dann die Begeisterung
vor dem Parteitag. Raum war etwas kleiner als im Parteitag. Gut, also insofern heißt es nicht, dass ich ein Untertan bin. Aber ich schätze sehr eine Politik, die mit Argumenten sachlich, rational versucht, Probleme zu analysieren und zu lösen. Ich glaube, und das meine ich mit der Erinnerung, wenn ich diese Testosteronpolitik sehe, die da weltweit jetzt mit dem Tisch lagen, Trump, Erdogan, Putin, alles wilde Männer, dann werden wir uns noch mal nach einer sachten, sanften, ruhigen Politik zurücksehen. Ich wünsche mir nicht eine Politik von diesen Kraftmeiern. Ich wünsche mir keine Politik der Machos. Die internationalen Beispiele leuchten jedem sofort ein. Sehen Sie denn in Deutschland noch große Machos, die an die Macht kommen könnten? Nein, aber es gibt. Der Macho ist ja nur Ausdruck einer weltweiten Entwicklung, die mir Angst macht. Ich bin nicht so leicht in Angst zu versetzen. Woran glauben Sie, dass das jetzt liegt? Warum haben wir im Moment so eine Welle, die ja praktisch weltweit irgendwie spürbar ist? Sehr schnell an, ist überall zu beobachten. Also ich bin kein Tiefenpsychologe, aber wahrscheinlich ist das eine Reaktion. Die Welt wird komplizierter, sie ist schwerer zu durchschauen und als Gegenreaktion simplifiziert man die Welt. Oder man versucht, Sicherheiten zu finden, wo sie gar nicht. Wir müssen diese Differenzen aushalten, die Unterschiede. Man kann sie nicht wegmanipulieren. Außerdem bin ich ja auch nicht für jeden Unterschied, halte ich ja nicht für gefährlich. Also ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo wieder so eine Sehnsucht entsteht nach starken Männern. Und dieser Nationalismus, der macht mir sehr zu denken, er bereitet sich ja aus, ist ja kein Einzelfall, ist ja wie eine Seuche. Amerika, Großbritannien, Italien, Polen, Ungarn, ist ja überall. Wenn das so ein Ausreißer wäre, hätte ich keine Angst. Aber ich habe Angst, dass der Nationalismus, dass wir nicht gelernt haben, welches Unglück der Nationalismus über die Welt gebracht hat. Mein Vater, 1940 mit Sturmbooten über den Oberrhein, von 10 Booten kamen 3 an. Der Rhein war rot gefärbt vom Blut erschossener Soldaten. Wissen Sie, um was es ging? Es ging darum, ob der Grenzstein, dieser lächerliche Wacker, rechts von Elsass-Lothringen oder links von Elsass-Lothringen angegraben. Um diesen Grenzstein haben wir 3-mal Krieg geführt. Haben sich die Leute die Köpfe blutig geschlagen, umgebracht, wegen diesem Grenzstein. 1870, 1914, 1939. Jetzt alles vorbei. Meine Kinder fahren zu Ziel, meine Enkel zu Ziel in Europa. Die hätte die Oma nicht gewusst, wo die auf der Landkarte zu finden sind. Meine Kinder wissen gar nicht mehr, dass es da mal einen Grenzstein gab. Die studieren in der Welt herum, die fahren herum, die stehen nicht Stau vor irgendwelchen. Wollt er wieder zurück? Wollt er wieder in den nationalen Quatsch? Wollt er wieder in diese Prestigewelt zurück, wo einer stärker sein will? Habt ihr nicht gelernt aus dem Unglück? Ich jedenfalls glaube, dass Europa unser großes Glück ist. Alle, die hier sitzen und noch nicht 73 Jahre sind, 74, haben in ihrem Leben noch nie Krieg erlebt. Alle unter 74. Sagen Sie mal, eine Epoche unseres Landes, wo 74 Jahre Frieden war. Was Krieg ist. Also ich habe es noch erlebt. Nicht an der Front, da war ich zu klein. Das heißt, klein bin ich heute noch. Aber im Luftschutzkeller, nie hatte ich in meinem Leben mehr Angst, als wenn die Bomben gefallen sind. Solange die Bombe heulte, wusste nicht, ob sie dich trifft. Wenn es gekracht hat, wusste, es ist vorbeigegangen. Nie hatte ich mehr Angst. Sollen wir jetzt wieder Grenzen? Und ich finde, dieses Europa ist doch, es lohnt sich doch für so eine Zusammenarbeit. Ich meine, Europa wird geradezu, keine der großen Fragen, die wir auch vorhin besprochen haben, Klimafragen, Terrorismus, Finanzkapitalismus, keine der großen Fragen dieser Erde können national gelöst werden. Keine einzige. Was wollen wir?
verstehen, dass Sie mal gesagt haben, wenn Sie etwas an der Politik vermissen, dann die Möglichkeit, auf dem Marktplatz zu stehen und den Leuten ins Gewissen zu reden. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.